Hallo, herzlich willkommen bei Zauberfee fährt Wohnmobil RMB, Region Rosses, Nordspanien, unweit der französischen Grenze, zum Überwintern wahrscheinlich etwas zu kühl, aber gut für einen ersten Zwischenstopp, um sich von der anstrengenden Anfahrt aus Deutschland zu erholen und sich ein wenig auf das Gastland Spanien einzustimmen. Los geht's! Rosses liegt ca. 45 Kilometer hinter der französischen Grenze, wenn man über die Autobahn anfährt. Wir haben allerdings diesmal die Küstenstraße gewählt, landschaftlich sehr schön, nur unwesentlich weiter, aber mit 1 Million Kurven versehen. Ein zweites Mal würde ich diese Strecke nicht mehr fahren. Westlich vom Altstadtkern Rosses reihen sich die Campingplätze wie Perlen an einer Kette auf. Allerdings ist der Camping Rodas im Winterhalbjahr geschlossen. Den lassen wir mal außen vor. Auch der Camping Salata steht für runde 1,5 Monate nicht zur Verfügung. Trotzdem stellen wir den und den in der Nähe liegenden Stellplatz Rosses hier in dem Film genauer vor. Wir starten mit dem Camping Jonka, den wir bereits in Deutschland ausgesucht und vorgebucht hatten, aus dem Grund, weil er am nächsten zum Stadtzentrum liegt. 1500 Meter sind es bis dorthin. Der Campingplatz Jonka liegt unmittelbar hinter einem Kreisverkehr an einer abzweigenden Nebenstraße, die den Platz teilt. Auf der rechten Seite befindet sich ein Großteil der Stellplätze, auf der linken Seite die Rezeption. Plan. Mit dessen Hilfe wir jetzt zu unserem Stellplatz fahren, den wir frei wählen durften, denn es gibt keine festen Parzellen. Die Bäume geben die Abstellmöglichkeiten vor. Zauberfee, welchen Platz möchtest du? Wir hatten die Qual der Wahl, aber Vorsicht, über die Feiertage und ab dann bis tief in den Januar hinein ist dieser Platz und viele, viele anderen an der spanischen Küste auch ausgebucht. Zurück zum Camping Jonka. Auch größere Wohnmobile finden hier ihren Platz, die alle über einen Stromanschluss 6 Ampere verfügen. Im Hintergrund ist bereits das Sanitärgebäude zu sehen, das wir sofort einmal besuchen. Die Inneneinrichtung ist aus dem Baukastensystem, sauber, vielleicht ein wenig in die Jahre gekommen, aber vollkommen in Ordnung. Die Duschkabinen sind sehr großzügig, Warmwasser inkludiert und die WCs sind mit Toilettensitzen ausgestattet. Falls denn da doch mal was in die Hose geht, an den Münzwaschautomaten, Waschbecken und der sehr gut anfahrbaren Fähr- und Entsorgungsstation kann man das dann reinigen bzw. erneuern. Weiterhin gibt es einen Swimmingpool und ein während meines Besuches nicht geöffnetes Restaurant. Es gibt einen kleinen, in den Vormittagsstunden geöffneten Lebensmittelmarkt mit Brötchenservice. Vorbestellung nicht notwendig, die werden immer frisch angefertigt. Also alles vorhanden, komplett ausgestattet. Ein sehr gutes kostenfreies Wi-Fi ergänzt das Angebot noch. Da lacht das Camperherz, besonders in Verbindung mit dem Übernachtungspreis. Ich habe als Einzelperson hier 19 Euro je Übernachtung gezahlt, inklusive Strom, Ver- und Entsorgung und ein Hund. Rechnet man den Hund heraus, 4 Euro kostet der, liegt man bei einem Übernachtungspreis von 15 Euro. Mit einem Grund, den in der Nähe liegenden reinen Stellplatz Autocaravaning Park Rosses nur im Notfall anzufahren. Der ist im Gesamtpreis teurer. Strom, Ver- und Entsorgung müssen dort extra bezahlt werden. Hinzu kommt, im Gegensatz zum Campingplatz, dass keine Reservierungen getätigt werden können. Der größte Nachteil ist aber, dass eine Sanitäranlage fehlt. Da muss dann halt das eigene Porzellan und Abwassertanks herhalten, die aber auf der gut anzufahrenden Entsorgungsstation wieder entleert werden können. 70 Stellplätze werden angeboten, alle mit Stromanschluss.
Die Parkgebühr kann und muss ausschließlich mit Kreditkarte an einem schlecht zu bedienenden Automat gezahlt werden. Während der Geschäftszeiten hilft jedoch das Personal dabei, damit man dann das durch eine Schranke gesicherte Areal befahren kann. Das Gelände ist umzäunt, aber für jedermann mehr oder weniger frei zugänglich und durch die nahe Straße auch recht laut. Also, der Autocaravaning Park Rosses entspricht nicht so ganz unserem Beuteschema, wohl aber der nur wenige Meter entfernt liegende Camping Salata, den wir bei einem nochmaligen Besuch von Rosses als erstes aus dem hier gezeigten Platztrio auswählen würden. Der ganze Campingplatz an sich wirkte viel gefälliger als die anderen, hatte viel modernere Sanitäranlagen, einige Plätze haben sogar einen Wasseranschluss, es gibt einen kleinen Lebensmittelladen, der genauso wie das Restaurant nicht vorab in irgendeine Winterpause geht, täglich geöffnet, und das Restaurant ist auch vom Essen sehr gut. Die Parzellen haben eine Größe von 85 bis 160 Quadratmeter, sind in vier Kategorien aufgeteilt. Vom Preis her liegen wir hier je nach Platzwahl und Saison irgendwo zwischen 30 und 50 Euro inklusive Strom, Ver- und Entsorgung für zwei Personen. Schönheit hat halt seinen Preis, was man ja auch an mir sieht. Noch eine Anmerkung zu der Winterpausenzeit. Da widersprechen sich die Informationen vom 15.02. bis zum 1.04. und auch auf der Webseite des Platzes ist keine genaue Angabe hierüber zu finden. So, das waren die drei offiziellen Übernachtungsmöglichkeiten. Wenden wir uns der Umgebung zu. Vom Camp Minyonka bis zu diesen Figuren und der Strandpromenade sind es nur wenige Schritte, die bei schlechtem Wetter so aussieht und bei gutem Wetter so. Mit scheinbar endlos wirkenden Sandstrand, flach ins Wasser gehen, einen sehr schönen Blick auf Rosses. Zum Baden aber vielleicht etwas zu kühl, Luft- und Wassertemperatur jetzt Mitte Dezember 14 Grad. Läuft man die Strandpromenade Richtung Rosses entlang, sieht man viele geschlossene Restaurants. Es gibt jedoch einige, die auch noch geöffnet sind. Ja, und trifft man dort nette Abonnenten, wird von diesen sogar eingeladen. Kann ich mich jetzt hier nur noch einmal dafür bei Elke und Dieter bedanken für diesen schönen Abend und das Zusammensein, bis die Sonne unterging. Diese zwei Herren hier können auf der Promenade solche Sonnenuntergänge jeden Abend sehen. Der Rechte hat mir dann geraten, dass man vom Campingplatz aus am besten zum Einkaufen mit dem Fahrrad in die Stadt fährt. Die Markthalle und ein Supermarkt befinden sich in ca. 1600 Meter Entfernung. Bis zum Hafen und in die Fußgängerzone sind es ca. 2000 Meter. Yeah, we don't worry. The lights, moonbeams, only got you and me. Feels like it's New Year's Eve. Might as well never leave. Oh, I can't see when we both shoot the breeze. You got me down to a T, and I just can't believe that I met someone. Vom Hafen aus erkunden wir dann auch direkt das weitere Umfeld von Rosses. Einmal Richtung Norden, einmal Richtung Süden bis in das Naturschutzgebiet. Wie immer mit dem Komoot-App aufgezeichnet. Ein Link ist auf unserer Webseite oder unten in der Videobeschreibung zu finden. Wir starten zuerst mit der Tour Richtung Norden, die nach dem Ortsausgang von Rosses immer auf der wenig befahrenen Küstenstraße langführt. Ganz anders dann die Tour Richtung Süden. Dort sind meist separate Radverwege vorhanden. Leider hatten wir an beiden Ausflugstagen nicht die optimalen Wetterbedingungen, am zweiten Tag sogar richtige Sturmböen, aber bei strahlendem Sonnenschein, da waren im Naturschutzgebiet natürlich keine Flamingos zu sehen. So, genug geschwätzt, genießt die Bilder der Radtouren vom Campingplatz Jonka aus und wenn man ganz genau hinschaut, kann man den in der Ferne zwischen den Häusern erkennen. Brava.
Ja, und schon ist morgen heute auf nach Empuria Brava und dem dahinterliegenden Naturschutzgebiet 130 Kilometer, wie bereits gesagt, bei strahlendem Sonnenschein, aber einem wahnsinnig starken Wind. Direkt am Ortseingang von Empuria Brava liegt der offizielle Stellplatz. Ja, das brauche ich nicht zu haben. Aber der Platz ist kostenlos, jedoch ohne Fährentsorgung, Strom oder Sanitär. Für eine Nacht sicher ganz gut zu gebrauchen. Der Grund meiner Ablehnung aber ist die Nähe zur Straße und das etwas ungepflegte Ambiente. Der Strand liegt von hier in 2 Kilometer Entfernung, genauso wie das Stadtzentrum. Und dort findet man auch Autohaus für Boote. Wahnsinn. Das wird hier auch gebraucht, denn Empuria Brava gilt als das Venedig Spaniens. Zahlreiche Kanäle durchziehen die Stadt, die sogar einen eigenen Leuchtturm mit Schiffsführungskommandozentrale hat. Und weil hier so viele Skipper unterwegs sind, gibt es auch sehr, sehr viele Lokale, die alle geöffnet und gut besucht waren. Im Grunde genommen ist hier viel mehr los gewesen als in Rosses. Und zum Einkaufen hat die goldene Sonne mit dem roten L auch nicht gefehlt. Empuria Brava ist von daher eine gute Alternative zu Rosses, zu dem Promenade und Strand viel breiter sind als dort. Aber leider ist hier im Winter kein Campingplatz geöffnet. Wir fahren deshalb schnell weiter in das direkt daneben liegende Naturschutzgebiet, in dem man bei gutem Wetter Flamingos und anderes fliegendes Getier beobachten kann. Flamingos! Ach nee, Schwäne. Und mit dieser Filmszene endet auch unser Besuch in Rosses. 4 Nächte haben wir hier verbracht. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und uns gut auf unser Gastland eingestimmt. Wir danken fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis bald hier bei Zauberfee fährt Wohnmobil RMB. Take on me!